Oh shit. Ich glaube, jetzt hat er keinen Bock mehr auf mich. Oha. Die Heilung, die müsste auch mal verstärkt werden. Aber eigentlich bin ich nicht so motiviert, da Punkte reinzustecken. Oh, du hast ihn. Du hast ihn. Hier unten noch irgendwelche verwesten Leichen. Abgesehen von der, die ich gerade weggehauen habe. Und dann finde ich noch. Ist aber leer, aber. Na gut. Oh, und eine verweste Leiche. 100 Gold. Ja, da sieht man mal. Man sollte sich ein bisschen umgucken. Was habe ich in Leichen jetzt schon Geld gefunden? Das waren jetzt nur 25. Ja, das reicht. Boah. Wow, hey, ich bin noch drauf gelandet. Ganz komisch. Sag mal, bin ich doof? Oder sieht das aus, als wäre das rostfreier Stahl und irgendeine Einfassung aus irgendeiner Legierung? Junge, Junge. Da hätten sie sich ein bisschen was überlegen sollen bei einer verfallenen Ruine. Die irgendwie... Jahren irgendwie zu sein soll. In welcher Form auch immer. Jetzt ist die Tür auf. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich wollte noch mal gucken, was der Hebel bewirkt. Weil eigentlich dürfte der ja eher weniger was bewegen. Weil man hört auch nichts, was der irgendwie bewegt. Irgendetwas, das sich öffnet oder schließt oder sowas. Das ist interessant sein. Wow. Mist. Was interessant sein könnte, wäre diese Öffnung hier, aber anscheinend. Also weiß ich die hier, aber da gibt es anscheinend nichts dahinter. Merkwürdig. Darüber springen ist schwer. Da bräuchte ich den entsprechenden Schrei. Aber da ich noch nicht einen Drachen erledigt habe. Oh, die Katakomben. So, tut mir jetzt leid, aber ich muss jetzt immer aufs Klo. Ich würde es gerne verhindern, aber ich muss jetzt einfach mal. Deswegen, gib mir einen kleinen Moment, ich bin wieder da. Und schon wieder weiter. Also.
Wer das ein bisschen länger verfolgt, das mache ich normalerweise nicht. Oder nur bei mehreren Stunden Livestreams. Weil, keine Ahnung, da muss ich dann trotzdem, obwohl ich es nicht will, oft aufs Klo. Oh, guck mal, der ist leichter als der andere, den ich gefunden hatte. Ja. Wie auch immer. Alles in dem Raum gemacht, vermute ich mal zumindest, so dass wir jetzt weiter können. Gott, oh Gott, jetzt sind wir hier schon in den Katakomben. Oh, da ist er ja. Also ich würde mal behaupten, das Ganze ist enorm witzig, wenn wir hier einen dämonischen Krieger als Begleiter hat. Vor allem, weil er eben enorm tanky ist und die auch anzündet. Wow, Eiszauberer. Okay. Ah, okay. Seele gefangen. Oh, tatsächlich. Oh, das ist knapp. Er kämpft immer noch gegen einen Krieger. Nein! Ob ich diese Vorteile nehmen sollte? Hatte ich. Nein, ich hatte nicht gespeichert, oder? Nein, Mist. Warum nicht? Obwohl, es ist gar nicht so lange her. Gut. Ich weiß, dass hier noch eine Leiche ist. Dass ein Trank ist, die Truhe. Der Trank. Die verbrannte Leiche. Und das war's dann. Okay, gut, dass man die Seelen fangen kann. Jetzt ist die Frage, normalerweise müsste ich jetzt auch noch einen Feueralter noch beschweren können. Shit. Damit kille ich den anderen. Dang it. Sollte ich tatsächlich mit denen anfangen? Double Crit. Schaden. Das ist auf jeden Fall weniger. Yeah!
ist hart. Jetzt. Ah, Scheinkleister, okay. Das ist jetzt echt nervig. So, mach ich die Leichen gleich. Ich will erst den Kampf gewinnen. Der erste ist schon hinüber. Ich werde euch brennen sehen. Und dann jetzt ist hinüber. Und ein dritter? Hä? What the heck? Gar nicht. Dadurch nehme ich dann immer noch Schaden. Wow, 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 wow. Der Kerl hat jetzt erstmal ein Problem. Oh, was zum... Sein Schatten. Oh Gott. What the fuck? Wow. 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 Hier riecht es förmlich nach Ärger. Ich hab mich nicht umgebracht davor. Okay. Wow. Die mit ihrem Blitz war gar nicht schlecht. Holla, jetzt ist die Tür zu. Verdammt, warum? Wie kann ich mich denn davor verstecken? Verdammte Axt.
Eisenhaut. Nee. Illusion. Illusion. Nördlichkeit. Raserei. Das könnte vielleicht funktionieren. Der ist wahrscheinlicher als der andere. Okay. Hat Raserei widerstanden. Zerstörung. Blitz. Niemand gehabt so viel Blitzpunkte. Blitzpunkt schon. Ein Blitz der Gesundheit. Niemand gehabt so viel. Zu viel. Blitzrune. Ja, das wäre nochmal. Feuerhalter nach, der jetzt hilft. Dang it. Kriege ich gerade noch die Seele gefangen. Heilung. Er ist umgefallen, das ist wunderbar. Oh shit. Aber er hat ihn nur umgeworfen gehabt. Ihr seid schwach, okay. Es ist vollbracht. Der Schänder ist besiegt. Nehmt Dämmerbrecher von seinem Sockel. Frostal, schwarzer Seenstein. Mhm. Steinfall. So, und jetzt können wir Objekte, Waffen, Elfendolch, F 13 11. Naja. Wow. Das war nicht einfach. Ich meine, mit ein bisschen, ich weiß nicht, inwieweit man das jetzt Schummeln nennen kann, wenn man tatsächlich einen Daedra-Krieger beschwört, um für einen zu kämpfen. Ich meine, das ist ja im Rahmen der Möglichkeiten, kostet mich kein Mana. Ich muss den Stab am Ende nur aufladen. Von daher, so. Nicht so dumm.